Morgen, mein Name ist Heiko Bode. Ich bin Agraringenieur und habe einen Ackerbaubetrieb im nördlichen Harzvorland Sachsen-Anhalt. Leider seit 2018 eine super trockene Gegend und da müssen wir uns mit abfinden anscheinend. Wir sind auf den Leindotter gestoßen durch die Leindotter-Initiative, die in der Bauernzeitung, unserem Wochenblatt sozusagen, eine Anzeige geschaltet hat und wir sind halt, oder ich bin immer auf der Suche nach Blattfrüchten, da wir auch fluglos arbeiten, um die Fruchtfolge aufzulockern. Leindotter ist eine sehr extensive Frucht, was auch der derzeitigen Politik Rechnung trägt. Der Pflanzenschutz soll ja reduziert werden und also eigentlich passt in die Welt, muss ich dazu sagen. Wir haben bislang im Mischfruchtanbau angebaut, in Verbindung mit Leguminosen, also sprich Erbsen. Und auch einmal probehalber in Mischfruchtanbau mit Hafer. Allerdings muss ich dazu sagen, die Mischung Hafer-Leindotter, da gibt es kein Herbizid meines Wissens nach. Also es wäre denn schon fast Ökolandbau, wenn man das machen will. Also, und dann muss man halt darauf eingestellt sein, dass es eventuell nicht trocken ist, das Gemisch. Aber zurück zu dem Erbsen-Leindotter-Gemisch. Ja, ist ziemlich positiv. Und man hat einen ganz geringen Aufwand an Herbiziden. Insektizide braucht man nicht. Also der Leindotter hat meines Wissens gar keine Insekten, die ihn groß attackieren, vielleicht im Aufgang eventuell. Die Aussaat ist praktisch der springende, oder sagen wir mal, der schwierige Moment. Da muss es Feuchtigkeit geben, weil der Leindotter wird ja nur ganz flach ausgesät. Und dann braucht man Feuchtigkeit bis zum Aufgang. Und ab da ist er relativ trockenresistent. Und die Erträge sind so bei uns so, sagen wir mal, das Gemisch so 3 bis 4 Tonnen pro Hektar. Die Ernte ist absolut unkompliziert. Nebenbei erhöht der Leindotter die Standfestigkeit der Erbse. Und ja, das Problem aus meiner Sicht, im ersten Jahr hatten wir es nicht, da haben wir das Gemisch so an die Agravis geliefert und es wurde dort getrennt und bezahlt. Aber jetzt müssen wir praktisch den Transport bezahlen und alles, das ist alles doch relativ teuer. Und es muss getrennt werden. Und diese Trennung, die ist, da haben wir jetzt eine Firma, die das für uns macht. In diesem Jahr zum ersten Mal. Es ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie teuer das ist. Aber es wird sich so um die 70, 80 € pro Hektar bewegen, je nach Erntemenge. Und das ist für mich das Problem bei der ganzen Angelegenheit, diese Trennung. Also wir selbst haben keine Anlage in der Richtung, vielleicht irgendwann mal, aber nur für diese eine Frucht lohnt sich das nicht, das anzuschaffen. Was hätten wir noch dazu zu sagen? Und was auch natürlich eine große Rolle spielt, ist der Verkaufserlös pro Tonne. Leindotter, der wurde ja diesem Jahr an den Rapspreis gekoppelt und für mich ist das so die Untergrenze der Rapspreis der Machbarkeit. Ganz einfach, also wir müssen irgendwo auch finanziell damit über die Runden kommen, sonst brauchen wir es nicht anbauen. Wir sind halt ein Marktfruchtbetrieb. Aber bislang, es interessiert mich, es ist eine super Fruchtart, sehr extensiv, ganz geringer Aufwand und das spielt mir in den Karten nicht gut. Würde die gerne behalten und wir arbeiten dran. Also in diesem Jahr haben wir, also ich muss dazu sagen, in diesem Wirtschaftsjahr, also im nächsten Frühjahr, ist der Plan, Leindotter in Reinsaat anzubauen, also ohne Mischpartner, nur um mal den Vergleich zu haben, Erträge und ja, Wirtschaftlichkeit. Der Mischfruchtanbau, wie gesagt, den betreiben wir auch weiterhin. Wir haben jemanden, der das trennen kann, aber es ist auch ein bisschen langwierig, diese ganze Aktion, das zu trennen, wenn man keine eigene Anlage hat. Aber das ist so ein langjähriger Prozess der Findung. Und ja, mehr, das war jetzt mein Beitrag. Ich weiß nicht, wenn Sie Fragen haben, bitteschön.